Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch gerne mal dieses gute Stück ein bisschen näher zeigen und auch für euch mal öffnen. Das ist ja auch ein Video, was schon sehr oft angefragt worden ist, dass ich mal so einen Kleiderschrank-Tag machen soll. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Und wir sehen uns nach dem Intro wieder. Und jetzt habe ich euch gedreht. Ihr werdet mich jetzt nicht mehr sehen, sondern nur noch den Kleiderschrank. Das ist ja der Quickne-Kleiderschrank von IKEA. Der ist auch unten in der Infobox verlinkt. Schaut ruhig da mal rein. Dann könnt ihr euch die Details und auch die Maße von dem Kleiderschrank raussuchen. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Kleiderschrank. Ich finde ihn bis jetzt immer noch wunderschön. Wir werden den jetzt gemeinsam mal aufmachen und ich erzähle euch so ein bisschen, was ich alles so in dem Kleiderschrank drin habe, was ich dort verstaut habe. Und ja, fangen wir direkt mal mit hier oben an. Da seht ihr, da stehen einige Kisten drauf und hier an der Seite sind noch von IKEA diese kleineren Aufbewahrungsbehälter. Das sind aber alles die breiteren Behälter, die ich im Moment nicht gebrauchen kann. Deswegen habe ich die jetzt einfach hier oben hingelegt. Dann steht hier die Box mit unserem Playmobil-Reitstall drin. Ich habe den jetzt erstmal hier oben hingestellt, weil mir das sonst hier unten alles im Weg steht und das wollte ich auch nicht. Ich muss gestehen, dass ich überlege, ihn abzugeben, aber ich kann mich im Moment noch nicht so ganz trennen. Hier steht er halt leider nur rum und wird halt nicht aktiv bespielt und das finde ich halt auch zu schade. Hier oben ist dann nur noch unsere Umverpackung, also unserem Karton von unserem Gym-Center für die Babys. Das habe ich ja aufgebaut und das steht halt hier unten. Und dann ist hier nur noch eine Kiste. Da sind die ganzen Stoffteile und die ganzen Sachen wie Regenverdecke und Wickeltasche und alles vom Bergsteiger drinne. Sieht natürlich nicht super hübsch aus, aber ja, muss halt jetzt erstmal so sein. Ich hoffe, dass sich das dann auch bald ändern wird. So, dann kommen wir zu unserem Kleiderschrank an sich und ich werde jetzt auch direkt die erste Türe öffnen. So, hier sind schon einige Sachen drin, die hängen müssen. Also bei mir, muss ich gestehen, müssen Kleider und Overalls und sowas halt immer hängen. Deswegen habe ich hier auch alle Kleider von den Mäusen drin, also von Melina Maus und auch von Delia Maus. Da sind schon einige Kleidchen von ihr bei. Diese Seite, das hier ist alles von Melina. Das sind alle Kleidchen von ihr. Und diese Seite hier, das ist alles dann von Delia Maus, bis auf hier hinten die Weste. Die ist noch von Melina. Und dann haben wir hier natürlich noch unseren Overall drin von Milan. Und ansonsten, ja, war es das, was hier alles drin hängt. Also hier hängen wirklich nur die Kleidchen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so handhabt. Also ich muss gestehen, Pullover und Hosen und Strampler, sowas gehört für mich nicht aufgehangen. Sowas gehört einfach im Schrank, in die Schubladen. Von Delia und Milan, die Sachen habe ich auch im Wickeltisch. Aber so hier Kleidchen oder Jacken oder Westen oder Overalls, wobei ich auch nicht alle Overalls aufgehangen habe. Aber sowas gehört einfach für mich auf einen ordentlichen Kleiderbügel, dass das halt ordentlich aufgehangen werden kann. So, dann geht es hier weiter, hier unten, also hier unten in der Dröhnerkiste. Hier ist Bettwäsche drin für die Babybetten und die Schlafsäcke von Delia und Milan sind auch hier drin. Hier in dem Karton, das ist ja von der Ergo Baby, der Karton, hier sind Sachen drin,
die ich den Mäusen nicht anziehe, beziehungsweise die denen zu groß oder zu klein sind oder halt Größen sind, die allgemein nicht passen, die ich aber nicht abgeben möchte, weil ich die einfach noch zu süß finde. Die habe ich jetzt alle hier in der Box reingepackt. Sorry, dass das jetzt so dunkel wird. Hier haben wir dann noch den Straßenteppich drin. Den haben wir jetzt einfach hier reingerollt. Da bleibt er in der Ecke stehen. Und hier oben haben wir nochmal eine Dröhnerkiste. Und da sind die ganzen Taschen drin. Ne? Die ganzen Kindertaschen hier. Dann hier die Tasche, die ich ja gerne nutze, wenn dann mal eines meiner Mäuse auf Reisen geht ohne mich. Dann kommt da immer alles rein. Ja, das ist dann so die Kiste, die noch hier mit drin steht. Und dann war es das eigentlich. So sieht die erste Seite des Kleiderschrankes dann aus. Und dann können wir schon die erste Seite wieder schließen. Und dann kommen wir zu der nächsten Seite. Und da ist auch ein bisschen mehr zu erklären und zu sehen. Und das werdet ihr jetzt sehen. Tada! So, da ist wieder unsere Stange mit den Hängesachen. Da sind unsere ganzen Jacken von Milan, von Delia und auch von Melina Maus. Und ihr seht, mit Jacken sind wir gut ausgestattet. Und ja, die Winterjacken sind alle schon raus. Die hängen nämlich alle schon da. Hier habe ich nämlich die ganzen Winterjacken schon alle hingehangen. Also die etwas dickeren. Das ist hier von Delia noch eine Winterjacke. Das ist von Milan noch so eine Puschel-Winterjacke. Und hier sind die beiden Winterjacken von Melina Maus. Und alles, was jetzt hier drin ist, das sind alles Jacken, die so für den Übergang sind, die so ein bisschen dünner sind, die so strickjackenmäßig sind, wie hier zum Beispiel. Die einzige Jacke, die jetzt noch so ein bisschen dicker ist, ist die hier. Das ist so ein kleines Mäntelchen. Das habe ich Delia noch nie angezogen. Ich finde das so, so süß. Und ansonsten sind hier halt nur noch die Jeansjacken von Delia und hier von Milan. Und dann hier diese dünneren Jacken von ihr. Diese Sweetjacken. Und hier dann die Strickjacken von Melina Maus. Die hat ja die gleiche Strickjacke wie Delia. Und dann hat sie hier noch eine Strickjacke. Und ja, hier das Fach ist alles Milan. Das sind alles Milan-Jacken. Also der junge Mann hat reichlich an Jacken. Das hatte ich aber, glaube ich, schon mal erzählt gehabt. Wobei ich gestehen muss, Delia steht ihm eigentlich nicht so wirklich nach. Also an Jacken sind wir wirklich ausgesorgt. Also Jacken sind wirklich genug da. Hier an der Seite habe ich dann halt einfach noch die Kleiderbügel hängen, die ich nicht brauche. Dann geht es weiter. Hier unten im ersten Fach. Hier an der Seite habe ich einfach die Decken hingepackt, die ich so gar nicht brauche. Also die Decke brauche ich ganz gerne mal für Fotos. Und hier sind unsere ganzen Schuhe. Hier ist noch so ein kleineres Fach drin. Da, das ist Milan. Hier ist alles voll mit Milan-Schuhe. Dann haben wir hier unten auch noch ein Fach drin. Da sind Lätzchen drin. Und hier sind noch so Schuhe, die Melina nicht passen, die ich aber nicht abgeben wollte. Das sind noch Schuhe von Emmy damals. In Größe 20, und die finde ich total süß. Mal schauen. Und hier sind halt ganz viele Lätzchen drin. Das ist halt unspektakulär. So. Und dann haben wir hier unser Fach mit den Schuhen von Melina. Da ist halt alles drin, wie Turnschuhe, Mattstiefel, Winterstiefel. Und hier die Stiefel, die finde ich ja auch total niedlich. Die hat sie ja letztes Jahr zu Eschwege bekommen. Die finde ich so, so süß. Ja, das haben wir alles jetzt hier in dem Fach drin, direkt griffbereit, damit wir dann da die Schuhe raussuchen können, die Melina Maus dann anziehen soll. Und dann ist das Fach auch schon durch. Ja, dann kommen wir hier schon zu dem unteren Fach. Und das ist, glaube ich, das Interessanteste, weil hier sind die ganzen Sachen von Melina Maus. Hier sind Hüte von ihr. Hier hinten
In dieser Kiste sind die ganzen Sommersachen von ihr, wie T-Shirts, kurze Hosen. Hier sind dann noch Pullover, so Basics, so in Unifarben, weiß oder rosa oder in grau. Die kann ich dann unter Kleidchen anziehen oder unter eine Weste oder sowas in der Art. Und hier drunter ist dann noch eine Jacke von Melina, die ihr allerdings zu groß ist. Egal, die habe ich auf jeden Fall jetzt noch hier drunter. Die werde ich dann mal anprobieren ihr und dann werden wir die vielleicht auch mit nach oben packen. So, dann sind hier ihre Leggings und ihre Homehosen sozusagen, also die Wohlfühlhosen. Ich liebe diese Leggings ja für alle meine Mäuse. Die haben ja auch alle Leggings, also reichlich sogar. Dann haben wir hier das Fach mit den ganzen Pullovern von Melina Maus. Und ihr seht, auch die sind reichlich. Das sind alles Pullover mit Motive drauf, ja, die ich dann halt auf Röcke oder Hosen oder sowas anziehen kann. Die habe ich jetzt einfach alle hier in diese Kiste reingestapelt. Und dann seht ihr hier hinten noch den Stapel mit Melinas Jeanshosen und ihren Latzhosen und Korthosen und was sie so alles hat. Und hier hinten hat sie dann nur noch ihre Matschhose liegen. Und dann ist das Fach eigentlich hier durch. So, schwupps. Das ist Melinas Fach. Ihr seht also reichlich. Und dann kommen wir noch zu unserem letzten Fach hier unten. Hier seht ihr immer unsere Wickeltasche stehen. Die steht hier immer bereit für Ausflüge und ähnliches. Die haben wir immer hier startklar drinne. Muss ich auch noch fertig machen für Eschwege. Und dann haben wir hier unser Winterfach sozusagen. Hier ist alles drinne von den Mäusen, was wirklich dick ist, wie Jacken, Overalls. Diese Säckchen hier, diese Muckisäckchen habe ich hier drinne. Also alles, was wirklich dick ist, was wirklich nur für den Winter ist, das habe ich alles jetzt hier drinne. Und dann ist unser Fach leer. Diese Boxen habe ich euch im Übrigen auch in die Infobox verlinkt. Da könnt ihr reinschauen, wenn ihr Interesse an diesen Boxen habt. Die könnt ihr natürlich auch für jeden anderen Kleiderschrank gut gebrauchen. So sieht jetzt unsere zweite Seite aus. So, dann machen wir das jetzt hier zu. Schwupps. So haben wir jetzt unseren Kleiderschrank eingerichtet. Wenn ihr Fragen zu irgendwas habt, schreibt es mir natürlich gerne in die Kommentare. Ich werde versuchen, das alles irgendwie noch zu beantworten. Und das war's zu diesem Video zu unserem Kleiderschrank. Ich persönlich finde ihn immer noch total schön. Bin halt auch total zufrieden, so wie ich den jetzt eingerichtet habe. Das ist für mich übersichtlich. Und ich denke, wir werden heute jetzt, wenn das Video online ist, schon in Eschwege sein. Und als kleinen Tipp an euch, ich blende euch jetzt hier unseren Instagram-Kanal ein und da könnt ihr dann live sozusagen dabei sein. Also ich werde gucken, dass ich euch definitiv in den Stories immer mitnehme, wenn wir dann nach Eschwege fahren und wie unser Hotel ausschaut und so. Ich werde mich aber jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!